Hallöchen Leute, ich bin Björn-Marc und herzlich willkommen zurück zu God of War. So, wir sind jetzt hier in den einen Raum, wo ich letztens noch weggerannt bin, weil ich etwas Schiss hatte. Ne, Spaß, ich war einfach nur Dingens und so, ne? Was ist das hier? Kann ich da drauf gehen? Okay, das ist einfach nur normaler Boden. Ich dachte, das ist irgendwie so Glas oder so. Okay, Spaß war's, aber egal. So, wir haben hier dann eine neue Fähigkeit, scheinbar. Ich weiß nicht, wie viele. Okay, ich habe immer einen Balken hier voll dabei. Schauen wir mal, was wir hier bekommen. Kratos, je weiter du kommst, desto stärker wirst du. Doch um erfolgreich zu sein, brauchst du meine Hilfe. Ich biete dir die Macht des größten aller Götter, des Vaters des Olymps. Ich biete dir die Macht des Zeus. Nimm diese Waffe, Kratos. Zerstöre mit dieser Macht deine Feinde. Nicht mich. Sie haben den Zorn des Zeus erhalten. Ah ja. Wenn Sie den Zorn des Zeus mit der Untertaste mit der 2 den Angriff aktivieren. Du hast deine Sache gut gemacht, Kratos. Gehe mit den Göttern. Gehe im Namen des Olymps. Okay. Donner und Blitz. Heißt, hier geht's weiter, oder? Hast du, ich habe mich oben noch nicht gerade umgesehen. Es ist so. Weiß nicht. So, ach, da komme ich hier in diesen Raum. Also ich komme einfach wieder zurück, das ist eine Abkürzung gewesen, das ist die seine Tür da. Aha, ja, okay, passt. Alles klar, gut, dann geht's hier oben weiter. Ja, jetzt sehe ich's. Okay. Mit Zorn des Zeus alle Feinde töten. Zur Auswahl Untentaste und Zielen L2 drücken. Untentaste habe ich. Okay, die ballern auch schon wieder auf mich. Gedrückt halten, ja, mache ich. Um Zorn des Zeus zu zielen und dabei drücken zum Feuern. Will darauf. Ja, genau. Aha. Hast du? Scheiße. Aha, okay. Passt. Dann öffnet sich diese Tür. Alles klar. Okay, dann gehe ich jetzt endlich mal darauf und schaue mich um und dann lasse ich, dass es dort unten weitergeht. Immer diese verschiedenen Wege hier. So. Leben werde ich vielleicht dann gleich brauchen, wenn ich bei dem bin, oder? Hier gönn dir. Ah, als ob. Nicht mal bei dir, Alter. Also, guck doch mal. So, habe ich nicht schon gegen dich gekämpft? Ich weiß es nicht mehr. Aha, da kann ich auch rüber. Okay, hallo. Vielleicht dann noch weiter, ne? Ah, dann mache ich die Wand kaputt, okay. Oh, war noch erwischt. So, okay, gut. Noch gerade ist wach geworden, soll ich da schon Button mashen? Versiegt den einfach so, ist er schon tot. Okay, passt. Das blaue Zeug hole ich mir auch nicht da vorne, weil da haben wir auch noch was. Aber dass das so viel weitergeht ohne irgendwas? Ja, das ist hier. Okay. Also, dann gehen wir ja doch jetzt schon sehr weit, oder? Und das, obwohl es ja gar nicht weitergeht. Okay, was sollen die da machen da drüben?
Du! Ich muss hier rüber! Löse den Hebel und senke die Brücke! Nein! Nein! Die kriegen mich nicht! Ich lasse sie nicht rüber! Diese Monster! Sie werden mich zerreißen! Feigling! Ja, das ist ein Feigling, da lassen wir uns nicht rüber. Feigenuss. So, okay. Und damit kommen wir wieder da mal zurück. Okay, geh mich aus. Wie viel Leben haben wir jetzt? Ja, wir brauchen ein bisschen Leben, aber okay bei mir ist. Ihr habt mich überzeugt, Leute. Ich würde das eigentlich nicht machen zuerst, aber dann. Dir gesagt, komm, mach. Hol dein Leben. Sonst stirbst du noch. Ups, ja, ich weiß so auch was gestorben. Hallo, wo kommt ihr jetzt wieder her? Okay, gerade ausgehen. Ich weiß nicht, ob ich mich hier übertreffen kann. Ups, hier könnt ihr auch tolle Attacken. Dachte, der kann nur ich. Da sieht man einer, der mal da die Attacken versaut ist. Ja, der. Keine Scheiße drin, dasselbe, oder? Egal, ist ja schon weg. Gut, jetzt hätte ich mal Leben holen können. Danke, Leute. Super, jetzt haben wir es nicht mehr, dass wir es uns holen können. Ach ja. Wenn ich immer reich werden würde, dann wären wir schon längst verloren. So, hallo. Viele Kisten, ich sehe schon. Und wenn der Gas. Hupsi. Eine Feder nur noch, dann haben wir mehr Magie. Wäre super, wenn wir die jetzt schon kriegen würden. Dann hätten wir die gleich. Aber leider nicht. So, das ist nur eine Magiekiste. Die brauchen wir dabei nicht. So. Ich habe irgendwie so das dumpfe Gefühl, dass ich bei dem Feiglingstube darüber kommen muss. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, weil hier geht's nicht weiter. Zwar habe ich nur einen Bonus, okay. Dass ich muss, aber. Okay, es tut mir leid, Leute. Ich weiß halt nur nicht, was weitergeht. Ich will halbwegs alles miterleben, was es hier gibt. Also. Ja. Okay, das war's nur so ein Bonusraum. Leute, es geht oben weiter. Irgendwie, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber irgendwo hier oben muss es weitergehen. So. So, das habe ich kaputt gemacht, die Wand hier, glaube ich. Schau mal. Ja, genau. Wir können da Wände kaputt machen. Okay. Okay, ich wollte schauen, ob es unten noch irgendwie weitergeht. Aber es sieht nicht danach aus. Nee, also da unten ist auch nichts dann. Du, ich muss hier rüber. Okay, das ist dasselbe nochmal. Löse den Hebel und senke die Brücke. Nein, nein, die kriegen mich nicht. Ich lasse sie nicht rüber. Ich weiß schon, was ich machen muss. Kein Problem, kein Problem. Ich schaff das schon. Feigling. Das hätte ich an deiner Stelle nicht gemacht, Kollege. So, dann muss ich den Hebel festhalten, damit das Ding, damit die Brücke oben bleibt. Ah, unten bleibt, kann ich natürlich, das macht Sinn. Dann muss ich dann auch immer abwechseln. Ach so. Okay, Leute. Entschuldigung. Ups. Okay. Sind hier die restlichen. Ich erwische die Dinger nie. Das sollte ich irgendwie so machen oder so. Naja. Los, letzte Feder, letzte Feder, letzte Feder. Yes. So. Magieanzeige erhöht. Sind wir gleich. Yes. Wunderbar. Und noch ein Auge. Da brauchen wir noch zwei. Mehr? Noch mehr? Hm? Ich überzeugt. Okay. Wunderbar. So, wir haben 1100. Okay, das ist noch nicht so viel.
Da brauchen wir noch ein bisschen was. Das haben wir gedacht, können wir mal stärker machen. Stärker Angriff, Mega-Ladungsangriff, überhaupt Ladungsangriff. Wir brauchen nur 750 Orbs. Na, dann machen wir das mal. So, stärkerer Angriff macht es 2 L2 halten und das halten ist Ladungsangriff. L2 halten und das halten. Aha, ja, macht des Zeus. Stärkerer Angriff. Mhm. L2 und dann 3. Gut, halt. Ah ja. Zaun. Ah, haben wir schon gedacht, dass es weg ist. Okay, passt. Gut, dafür leben wir dann. Hallo. Wasser, willst du mir damit irgendwas sagen? Ne, glaub nicht. Natürlich. Alter, okay. Warum verliere ich auf einmal so viel Leben? Ich habe noch nie so viel Leben verloren. Also der Ladungsangriff geht auch immer nur warnen, das wusste ich nicht. Ich dachte, dass es vielleicht zumindest eine Attacke geht, was es mehrere gibt. So. Jetzt Lebensanzeige erhöhen wäre super, dann brauche ich nicht mal eine Kiste mit Leben. Das ist auch okay. Ah, oh, Stadt unterstellen. Ah, okay. Knopf. Liebe Knöpfe. In dem Fall hoffentlich auch. Puh. Ja, immer noch. Der Ares ist da. Greift er den ganzen an. Mit dem. Orakel! Kratos, Lob sei Athene, du bist da! Ja! Nein! Kratos! Kratos, finde mich! Du musst mich finden! Sonst ist Athen verloren! Muss ich das jetzt also machen? Athener Marktplatz. Das sieht hakelhackel aus hier. Egal, schaff's. So, yes, please. Ich bin fast tot. Aber das macht ja nichts. Gut, okay. Das Orakel ist also hier. Dann finden wir das mal. Tachchen, Leute. Schlaft schön. Was hat die für Leute? Starke. Ah, nicht unbedingt. Hallo, was will der Scheiß? Wir gehen an dich gerade angegriffen zu haben. Nee, nee, Grasangriff, das sind was für Schwächlinge. Ich hab grad dasselbe gemacht, Kollege. Noch mehr von euch? Ich will da nicht heran. Lass mich in Ruhe. Lass mich einfach ran. Aber es hackt. Noch mehr von euch? Da hinten auch. Was so, dass ihr mich aufhalten wolltet oder so. Das kann ich einmal gar nicht ab. So, leben wir mal, das passt. So, da wir jetzt. Vielen Dank. So, ja, wenigstens kriegt auch ein bisschen Leben bei denen.
So, ich will laden, ein bisschen Musik kakeln und so, aber das liegt nicht an mir, Leute. Hab mir. Tempel des Orakels. Leben, ja, vielen Dank. Die Wolke ist auch noch super in Schuss. Dafür, dass alles so kaputt ist da draußen. Mal ein bisschen schwimmen gehen. Der weiß nachher, glaube ich. Machen wir aber ein bisschen. Dafür habe ich ja die Energie bekommen, denke ich mal. Wie kann man sowas übertreffen mit dem Ding? Haben wir die fliegenden Dinger? So, okay, also. Aus meiner Kraft da schon wieder weg. Wow, das hat er noch nie gemacht. Ups, dafür brauche ich zumindest irgendjemanden. Ja, egal. Ich brauche deine Energie bitte. So, richtige Kreisbewegungen machen. Habe ich noch drauf, natürlich. Lass den Zorn der Götter deine Knie treiben, Kratos. Ah, das schon wieder. Ja, okay, mach ich. Als ob du mich erwischt von dort. Wollte eigentlich schon wieder Grasattacke machen, macht nichts. Ja, bist du auch? Was war das gerade? Gut, mein Junge, gut. Athenes Wahl war weise. Ich hab's gewusst. Wer bist du? Du besitzt die Klingen und bist blass wie der Mond. Du bist es wirklich. Vielleicht kann Athen ja überleben. Aber pass auf, stirb nicht, bevor ich das Grab fertig habe. Ein Grab? Mitten in der Schlacht? Für wen ist es, alter Mann? Für dich, mein Sohn. Oh, ich muss noch viel graben. Mit der Zeit wird sich alles klären. Und wenn alles verloren scheint, Kratos, bin ich da und helfe. Klar. Stör mich jetzt nicht, Sohn. Ich muss meine Arbeit tun und du auch. Und wir haben nur noch wenig Zeit dazu. Wenn du das sagst. Ich gehe einfach gleich ran. Okay. Dann nicht. So, okay. Sonst noch irgendwo irgendwas, was mir helfen könnte? Nö. Okay. Ja, vielleicht finden wir da noch ein Auge da oben. Das wäre schon mal nicht schlecht. Hätten wir uns verdient auf jeden Fall. Eine Feder mal wieder. Perfekt. Dann lass mich raten, dass da ein Auge drin ist. Yes. So. Das fehlt uns immer noch. Na gut, schauen wir mal. So, die traurigen Wesen da draußen wollten uns aufhalten. Das hat erstmal nicht geklappt. Aber mal schauen, was da noch so kommt. Kommt da der Boss von euch hier? Oder wie? Kann man zumindest gut vorstellen. Mal wieder viele von euch, aber nicht mehr viel Energie. Ah. Gönn ich mir mal. So. Wenn du schon mal da bist, dann mach ich es ja so. Dann brauche ich nicht unbedingt meine ganzen Fähigkeiten einsetzen hier. Was hat eine hohe Reichweite hier anscheinend? Keine Ahnung. Ja. Doch. Ah ja, da muss ich ja immer wieder drücken. Schauen wir mal, ob sich das ausgeht. Yep. Hier lassen sich jetzt halt hier. Oder den mache ich eigentlich auf normale Angriffe.
Da kann man immer mehr. Verstehe. Ich glaube nicht, dass ich die irgendwie besiegen kann. Na, da kann man immer mehr Punkte holen. Ist hier noch was? Ja, dahinter sind Kisten. Jo. Hallo? Kann ich die überhaupt? Oder muss ich die verschieben? Wahrscheinlich muss ich die verschieben oder so. Ach so, okay. Wollte es schon zerstören. Willi. La 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 la. Ja, der wischt mich aus, wenn ich irgendwo rumspringe. Machen wir einmal Leben und einmal das andere. Okay, vielleicht hätte ich zuerst das andere machen sollen. Egal. Der Sound kommt nicht mehr ganz mit. So. Mal wieder. So, okay, dann gehen wir mal wieder weiter. So, da waren zwei Kisten. Ist sonst noch irgendwo was? Kann ich in die Löcher rein, wo die reinkommt? Rauskommt es mal nicht. Nö, haben wir schon was gedacht. Okay, na gut. Okay, dann bin ich mal raus, ja. Okay, geil. Physikowski. So. Die Kisten, dass ich mir den noch geholt habe, war wichtig. Wie viel Leben habe ich noch? Okay, habe ich fast nichts verloren. So, da habe ich ein bisschen Angst. Na, darüber zu gehen. Ja, da. So, okay. Willi. Okay, das ist auch nicht stabil, okay. Das ist stabil. Okay. Muss auch rüber, ohne dass mich die nerven wahrscheinlich. Ja, da kommen immer wieder neue, ich verstehe es. Okay. Also solange ich darüber stoße, wo ich hin muss. Tschüss. Au, danke, du Scheiße. Okay, ja, da kommen immer wieder neue. Okay, und was mache ich jetzt dagegen, dass da immer wieder neue kommen, hä? Ich kann Ihnen was davor stellen. Ich muss was davor stellen. Ich muss was davor stellen. Ja, ich muss was davor stellen. Bitte, ich weiß es jetzt eh schon. Danke. Okay. Kann ich den nicht runterschieben? Nein, anscheinend nicht. Okay, gut, dann muss ich was anderes machen. Nee. So nicht. Da ist was, aber das kann ich nicht verschieben oder so. Ich kann nur die Statuen verschieben. Alter, da könnt ihr mich mal eine Sekunde in Ruhe lassen, damit ich mal schauen kann, was ich hier machen muss. Trotzdem nicht unterschieben, oder? Doch, kann ich auf einmal. Okay, gut. Keine Ahnung, warum er vorher aufgehört hat zu schieben, obwohl es weitergegangen wäre. Aber ist okay. Bei den ganzen Harpien angegriffen, also nicht mal, ob ich das überhaupt verschieben kann. Treffen mich eh nicht. Traumhaft. Hallo, da drauf. Hallo! Nein, gleich. Ja, angreifen kann ich, aber es bringt mir halt nichts, weil die sowieso wiederkommen. Also ist ja scheißegal, dann mache ich die einfach und dann passt. Aha, okay. Okay, ich soll auf die Seite gehen, aber da hat mir trotzdem.
Also das waren die. Okay. Sorry, Leute. Den ganzen Hab in Angriff. Natürlich diesen Kult. Du kannst einfach dein Gleichgewicht nicht halten. Das ist es doch. Kratos! Okay. Jetzt wird er auch noch hat er? Egal. Ich strapaziere mein Glück nicht weiter. Leben finde ich gut. Kann da schon speichern? Ich will nicht so weit unter einer halben Stunde aufhören. Wow. Nö, du brauchst mich nicht an. Ich habe immer einen super Special-Angriff parat. Ich weiß nicht, ob der da hinten noch lebt. Lass uns dann gleich rausfinden. Bist du alleine? Wir trauen euch. Ich wieder mal an, der da aus dem Boden kommen. Wenn sie langsam rauskommen, kann ich auch nicht machen. Da muss ich die halt schon währenddessen erledigen. Ein Auge noch bei meiner Gesundheit. Okay, schnell. Datwin. Da ist hier dahinter was, oder? Ne, okay. Ich kann Statuen bewegen. Klasse. Die stelle ich da irgendwo darunter, damit sich die Räder nicht mehr drehen können. Fahrzeichen. Oder einfach hier drauf, das kann auch sein. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, warum ich das mache, aber solange es funktioniert, bin ich dabei. Nee, nee, Kratos hat kurz Ich verschwende keine Zeit, das gehört alles so. Ja. Und da bin ich nicht sicher, dass das so richtig ist. Und jetzt warte. Hatte ich aber gerade die Kamera, war so schnell weg. Unter dich, ich weiß nicht, wo du bist. Ich denke mal, das muss ich unter sie, wo sie gerade hängt, damit sie da rauf kann oder so. Nein, ja. Was ist nicht? Ja, ich kann die Kamera nicht bewegen, ich sehe das nicht. Okay, nee, da ist nichts. Das ist nur, damit ich da rauf kann, oder was? Nein, da kann ich auch so rauf. Okay, ich kann da rauf, hoffentlich. Schauen wir mal. So nicht. Ja, da kann ich rauf. Und dann muss ich da drüber. Okay, kann ich raus. Alles klar, okay. Orakel-Dings-Frau, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hab keine Angst. Ich verschwende keine Zeit mehr. Kratos, finde einen Weg zu mir hinauf. Ich finde das irgendwie schneller, dass ich das einfach schiebe. Oder? Nein, das ist kompletter Blödsinn. Warte mal. Muss ich etwa? Nein, oder?
Doch, kann sein, dass ich das machen muss. Warte mal kurz, der wollte da irgendwas sagen. Hilf mir, Kratos, bitte! Aha, ja, toll, dass man das gesagt hat. Muss ich dir übereinander? Ja, wo doch, oder? Du? Athen zerfällt, während du Zeit verschwendest. Schieb du mal 500 Kilo schwere Statuen, also. Oder sogar mehr. Aber das geht ja nicht mehr. Ich kann die jetzt nicht mehr raufgeben. Ah, doch. Ah, wenn sie nicht mehr auf dem Knopf stehen, dann geht's wieder rauf. Geht das? Ja, höchstwahrscheinlich. Dann soll es nicht gehen. Nur nicht zu weit. Was sagst du da noch? Ach, habe ich das gesehen? Habe ich mir das schon angesehen? Ich glaube nicht. Ah, okay. Siehst du, das war alles Teil meines Plans. Und jetzt komme ich da drüber und kann dir helfen. Siehst du, also Satzverschwendung kann man das ja kaum nennen. Okay, ich habe ein bisschen lang gebraucht. Ah, du bist eine starke Frau, du kannst dich da schon lange anhalten. Was machst du denn? Ich bin hier oben. Hä? Achso, da oben bist du. Ich dachte, du wärst unten. Nee, ich beeil mich. Aha, okay, dann da und darüber schwingen. Okay, da zeigt man schon mal den Weg, das finde ich gut. Dann da zu noch einem Seil und dann kann ich auf sie drauf irgendwie oder dorthin. I don't know. Bleibt uns hier an den Mauerrand und springen sie mit X. Ah ja. Oh, oh, das ist ja wirklich mein Zeitlimit. Oh. Also wirklich an den Rand klettern. Klettern! Ich hab's versucht, aber ich muss da wieder ganz an der Rand, damit ich da irgendwas machen kann. Kann man noch schneller klettern? Ich glaube nicht. Sorry, mein Fehler. So, okay, also was, wie, wo? Ach ja, hier geht's halt weiter. Hilf mir, Kratos, bitte! So, Kreis drücken, damit ich mich springen kann. Klar, so, dann springe ich da rüber. So, easy peasy, da haben wir hier auch Doppelsprung. Da. Und wir schneller sind. So, dann kann ich auf das Seil hier. Und dann warte einen Moment. Ich muss natürlich. Achso, an die andere Seite. Hab ich's echt geschafft? Damit leitete Kratos die Ereignisse ein, die zu seinem Niedergang führten. Oh. Kratos! Wie es Athene voraussah. Hab's geschafft. Aber du bist spät. Vielleicht zu spät, um Athen zu retten. Oder kommst du, um Athen zu retten? Nein! Ich kann! Wir dürfen nicht aufhören! Und als das Orakel in seine Seele blickte, sah sie sowohl Bestie als auch Mann. Einst Hauptmann der Armee Spartas, begann Kratos mit nur 50 Soldaten. Doch bald schon scharte er Tausende um sich. Sein Vorgehen war brutal, aber wirksam. Trunken vor Macht, von allen gefürchtet, fast allen. Allein sein Weib hielt seinem Zorn stand. Wie viel ist genug, Kratos? Wann wird es enden? Wenn der Ruhm Spartas in der ganzen Welt erklingt. Der Ruhm Spartas? Du tust es doch nur für dich! Sein Verlangen zu erobern war grenzenlos. Aha. Was er verlangte, sollte ihn am Ende verzehren. Bei den Göttern, warum schickt Athene einen wie dich? Bleib aus meinem Kopf! Wähle deine Feinde weise, Kratos. Mit roher Kraft allein kannst du Ares nicht zerstören. Es gibt nur eine Waffe, mit der du einen Gott töten kannst. Die Büchse der Pandora, fern der Mauern Athens, verborgen von den Göttern jenseits der Wüste im Osten. Aber sei gewarnt, Kratos.
Viele machten sich auf die Suche nach ihr. Keiner kehrte zurück. Keiner als ich. Gehe durch die Tore in die Wüste, Kratos. Dort beginnt der Pfad zur Büchse der Pandora. Nur so kannst du Ares besiegen und Athen retten. Natürlich. Okay, ja, da war ich ja schon dabei. Apropos Punkte. Schaut gut aus. Da wir noch zwei Dinger dann. Das wollte ich eigentlich irgendwann mal upgraden, aber ja, schauen wir mal. Jetzt dabei können wir nichts machen. Okay, und dann ab in die Wüste mit uns. Die schickt uns in die Wüste, Alter. Das ist traurig. Wir machen mal Schluss, würde ich sagen. Ja, ich weiß nicht. Das ist immer so ein Ding. Sollte ich 5 Minuten vor 30 Minuten Schluss machen oder dann riskieren, dass ich 5 Minuten danach Schluss machen muss? Keine Ahnung, ich finde längere Folgen stören jetzt nicht. Aber ja, keine Ahnung, man kann eine Pause drücken und dann das nächste Mal weiter schauen und so. Das ist irgendwie, glaube ich, besser, als wenn man da immer nur so kurze Folgen hat. Egal, auf jeden Fall war es mit der Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß wenigstens. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Jetzt muss ich sowieso mal weg und würde mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Also dann, tschüssi!